Abdullatif Yendi hat gerade seine Schicht begonnen. Der 36-jährige Syrer arbeitet für den Automobilzulieferer PWG, der Schienen für Autoschiebedächer herstellt. Er bestückt die Maschinen, behebt Störungen, kontrolliert die Qualität. Seit anderthalb Jahren arbeitet er in dem Betrieb und ist froh, einen festen Job zu haben. Ich arbeite in meinem Land auch, aber ich muss arbeiten hier auch und sammle Geld für meine Familie auch. Derzeit arbeiten 25 Flüchtlinge für das Unternehmen. Das entspricht einem Anteil von 10% der Mitarbeiter in der Produktion. Die ständige Suche nach Arbeitskräften hat dazu geführt, sich für Geflüchtete zu öffnen. PWG hat seinen Sitz an der bayerischen Landesgrenze. Der Kampf um Mitarbeiter ist hier besonders hart. Das Jobcenter Sonneberg schickte eine Vorauswahl möglicher Kandidaten an Personalchefin Sandra Brieskorn. Abdullatif Yendi war auch dabei. Über 30 Flüchtlinge nahmen an einem Praktikum teil, 25 blieben. Wir haben das in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, den Bildungsträgern und der Stadt Sonneberg in Angriff genommen und hätten uns das alleine auch nicht zugetraut. Aber mit der Unterstützung hat uns das einen Schritt weit weitergebracht. Und auch mit uns als PWG hat man ein gutes Unternehmen, das diese Herausforderung angenommen hat und den Schritt oder dieses Wagnis gemacht hat. Und die Integration der Flüchtlinge oder der Geflüchteten hat auch sehr gut funktioniert. Das Interesse, Flüchtlinge zu beschäftigen, ist groß. Knapp 20 Unternehmer sind einer Einladung ins Sonneberger Rathaus gefolgt. Es ist die dritte Zusammenkunft dieser Art. Der Austausch zwischen Ämtern und Betrieben läuft gut. Über 200 Geflüchtete sind in den vergangenen anderthalb Jahren im Landkreis Sonneberg vermittelt worden. Ein Erfolg, mit dem es allerdings nicht getan ist. Viele Flüchtlinge arbeiten jetzt im Moment auf Helferniveau. Ja? Also die wenigsten sind mit einer hohen Qualifikation gekommen. Und es besteht aber sowohl der Bedarf seitens der Unternehmen als auch die Notwendigkeit, um das Thema Fachkräftemangel zu besetzen, dort, ich sag mal, eine Weiterentwicklung stattfinden zu lassen. Sprachkenntnisse verbessern, das ist nach wie vor die größte Herausforderung. Das weiß auch Abdullatif Yendi. Er ist motiviert, seine Integration braucht dennoch Geduld und Zeit.